So, und damit wir ein recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir ja hier durch, haben einen neuen Endgegner gefunden. Dank Leslie. Und ja, den haben wir hier unten zermalmt. Was ja auch erstmal nicht in meinen Augen verkehrt ist. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, haben wir einigen Loot, glaube ich, durch die Panik und Hektik verpasst. Und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen hier erkunden, was wir hier so finden. Ich glaube aber, das ist der richtige Weg. Und wir wollen natürlich erstmal den falschen Weg laufen. So, hier oben gibt's zum Beispiel Gegravel. Ach, guck mal, das ist die Tür, wo Leslie durch ist, war? Kann das sein? Hier war nämlich die Tür, wo Leslie... Dann hat er irgendeine Falle ausgelöst. Dadurch hat sich die Tür nämlich geschlossen. Das ist die große Frage, gibt es hier unten noch was? Aber nein. So, da Leslie ja so ein lieber netter Dude ist, der uns hier ein bisschen so nicht in die Karten, sondern irgendwie gegen uns spielt, habe ich das Gefühl. Ist halt so eine Sache. Ist auch so eine Sache, ob ich den wirklich jetzt noch retten möchte oder eigentlich eher weniger. Aktuell würde ich sagen, eher weniger. Weil Leslie einfach mal Scheiße baut, auf gut Deutsch gesagt. Und, uns immer irgendwo stehen lässt, wo es super ungünstig ist. Um es mal ganz klipp und klar zu sagen. So, es gibt hier wieder eine Leiter nach unten. So, die werden wir jetzt natürlich auch runterklettern. Runterklettern und nicht wieder raufklettern. Wäre so eine Option. So, dann klettern wir mal nach unten. Kann ich eigentlich wieder Licht anmachen? Jawohl! Kapitel 7 überlebt. Wir werden das Spiel jetzt kurz speichern und werden direkt mit Kapitel 8 weitermachen. Bis gleich. Genau, jetzt sind wir unten in... Ja, unten irgendwo in der Höhle angekommen. Der Samenkorn. So heißt das Kapitel. Und ja, ich würde gerne die Leiter nochmal haben, um einfach wieder hochzuklettern. Weil ich möchte hier unten einfach gar nicht sein. Wenn ich die Viecher da hinten schon wieder sehe, da weiß ich doch, da heißt es nicht Judith. Und ich bin, glaube ich, munitionstechnisch echt mau ausgestattet, was das angeht. Und da habe ich gar keinen Bock drauf, auf die Viecher da hinten zu kämpfen. Und ich frage mich immer wieder, ey, wenn Leslie jetzt den gleichen Weg gelaufen ist wie wir jetzt, ignorieren ihn die Viecher? Oder ist er immun gegen die? Was macht er denn hier? Dance-off oder was? Wie sieht er denn aus? Ah, Double Face. Würde auch gerne bei Batman Two-Face genannt. Alter, das sind ja drei so eine Viecher, ne? Habe ich denn eigentlich noch Granaten? Nope. Ich habe keine Granaten mehr. Ich habe wirklich kaum Munition. So, warte mal, wir machen das mal anders. Wir lassen die mal alle hier uns bei uns hinter uns herrennen. Könnt ihr herkommen? Ja, kommt mit. Ja, kommt alle mit. Du auch, kommt mit. Kommt mal alle mit. Alle mitkommen. Alle mitkommen, es gibt überall Happy Happy. Ja, kommt da brav mit, kommt da. Ja, guck mal, da ist auch noch einer. Ja, immer hier mitkommen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Muss ich eigentlich hier hin oder was? Ah, verstehe. Aber hier sind ja noch mehr solche Viecher. Okay. Oh, kann ich hier einfach durch? Nice. Oh, hier ist noch was. So, kann ich mit euch was anfangen? LOL! Das zieht bei euch nicht. Okay, verstehe. Oh, hier sind noch welche. Okay.
bitte einmal brennen. Dankeschön. Gut, das lief ein bisschen besser als mit den anderen Viechern. Kann man mal so sagen, kann man mal einfach mal so stehen. Alles nicer Geschichte. Very nice. Jetzt machen wir hier den Tor auf. Alles ist hier auch in-game technisch gar nicht laut. Hier vorne sehe ich gerade vor meiner Phrase. Ist noch ein Schlüssel. Oh, nehmen wir natürlich mit den Schlüssel. So, von den anderen. Kann ich hier irgendwas machen? Warum kommt da was runtergerollt? Ey, sag mir nicht, dass dieses Monstrum wieder kommt, was wir vorhin in der letzten Folge so platt gemacht haben, wo wir so kläglich gelust haben. Ja, nice! Ja, du, da sehe ich mich. Ach du Scheiße. Okay, wait a second. We take it this. Das sind zwei verschiedene Schüsse. Die schießen in zwei verschiedene Richtungen. Beziehungsweise haben zwei verschiedene Timer. Nicht Richtungen, sondern zwei verschiedene Timer. Soll ich mich da durchquälen? Okay, quetschen wir uns da durch. Ja. Weiter. Immer weiter. Please. Going straight. Yeah. Okay, machen wir den next chapter. Oder das sieht nicht gut aus. Ich möchte betonen, dass... Wo zum Teufel ist denn bitte Leslie lang gegangen? Also wenn er den gleichen Weg geht wie wir, der ist doch never ever durch dieses Tor gegangen. Der ist wahrscheinlich da lang gegangen. Aber als erstes gehen wir erstmal hier gucken, was wir hier noch so Feines finden. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was benutzen. Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33 und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Aha. Allgemein ist ein Befund von dissoziativer Identitätsstörung. Vorangegangene Versuche am präfrontalen Kortex führten zu verringerter Selbstwahrnehmung. Jedoch mit neuartigem Ergebnis. Suizidale Gedanken der wechselnden Persönlichkeiten wirken sich als Angriff auf die Kernpersönlichkeit aus. Mit schwindender, bewusster Wahrnehmung wurde eine Art statischer Zustand erreicht. Zwei Menschen wie aneinander genäht und dazu verbannt, miteinander zu leben. Auf ewig in gegenseitigem Hass. Köstlich. Das ist ja mal ganz schön pervers. Zwei Menschen, die aneinander gekettet sind und mit gegenseitigem Hass. Alter, ihr habt aber auch ein... Also, nee. Das ist ja mal... Nee. Das ist ein... Nee. Einfach nee. Was seid ihr denn für Viecher? Kann ich euch eigentlich kaputt klatschen? Oh, Roundhouse Kick. My friend, here you go, the Roundhouse Kick. Da kommt Harry, da kriegst du noch eine Kick. Kick it like Becker. Okay. Also manche Viecher können wir anscheinend dann doch mit unseren... Wo seid ihr denn? Roundhouse Kick. Die sind gar nicht so gefährlich. Nice. Also von denen können echt mehr kommen. Da bin ich gar nicht traurig drüber. Weil die so leicht zu killen sind. Easy. Ich frage mich immer noch, wie gesagt, wie Leslie hier durchkommt und der selber keine Toren öffnet. Oder die Tore sind soweit offen und er rennt einfach nur durch und die schließen sich im Nachgang bei ihm. Oder unter ihm. Oder hinter ihm. Hinter ihm ist auch gut. Und er rennt einfach durch. Und was ich immer noch mich frage, wo ist Kidman und wo ist Joseph? Joseph, weiß ich, haben wir ja verloren bei der einen Aktion. Roundhouse Kick! Roundhouse Kick! Fucking Roundhouse Kick! Was verpasst hier? Nope. Okay. Nicole Kidman und Joseph. Joseph haben wir ja
ich eigentlich dich auch einfach nur wegschlagen? Leck mich! Hau! Ach, die Viecher werden größer, oder was? Jetzt habe ich es verstanden. Machen wir erstmal hier Däbchen hier. Wait a second. Jetzt seid ihr dran, Freunde. Jetzt seid ihr dran. Oh, hier nochmal ein bisschen Roundhouse. Jawoll. Ich sag's immer wieder, ey. Aber das war fies, dass sich da so ein großer versteckt hat hinter dem kleinen. Einfach so kriechend, weil du die ja kaputt klatscht. Oder geklatscht. Geklatscht bekommst. Kann ich hier drüber? Das wäre awesome, wenn ich da drüben hin könnte. Oki ledoki. So. Dann geht's jetzt hier durch. Warte mal, da war jemand, oder? Stand da nicht jemand gerade? Hallo? Ja, super, ich kann nur vorwärts. Da hinten. Da links. Da steht doch wer. Who is it? Ach so. Okay. Ich hab nicht nachgefragt. Ah, hier kann ich jetzt. Ah, hier bin ich jetzt. Ah, verstehe. Das, was ich gerade gesehen habe, ist hier. Gut. Okay, dann lass uns mal weiter hier hochgehen. Dann lass uns gucken, was haben wir hier? Nichts. So, das sieht irgendwie... Das sieht irgendwie nach einer Falle aus. Ich sag's so, wie es ist. Es sieht verdammt nach einer Falle aus. Nehmen? Was kann ich hier nehmen? Notiz aus der Höhle. So, ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine Falle. Sophia hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören. Aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50-50. Ich... Gern mal wieder nicht runter, weil mein Trick nicht mehr funktioniert. Okay, wait a second. Die Chancen stehen 50-50. Und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hattest. Und ich werde dich nie wieder loslassen. So, Sophia. Ich hoffe, du konntest ihn in die Arme nehmen. Ich glaube nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob du Sophia bist oder ob du der andere bist. Ich habe ein bisschen Schiss, hier vorbeizulaufen. Genau deswegen. Blutiger Reliefplatte. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten eingekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. Ist das eventuell die Platte, die wir brauchen, wovon er da gesprochen hat, genau, für die Tür? Maybe? Ja, ich sag mal so. Okay, das war eigentlich ein Rätsel und hätte ich sie falsch rumgesteckt, wäre es, glaube ich, wahrscheinlich fatal geworden für mich.
Ich habe 50-50 und habe es geschafft. Ohne mir eigentlich großen Kopf darüber zu machen. Ich sag, wie es ist. Ich bin da Lucky Boy. Nope. No, 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 no. Ich gehe wieder zurück. Oder auch nicht. Gut, ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Wir beenden für heute wirklich die Folge. Und ja, wenn ihr Spaß hattet, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ja, gerne einen Comment mit reinschmeißen. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge The Evil Within. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing.